Okay. Kurz, ich muss mir jetzt kurz überlegen. Mache ich jetzt gleich direkt weiter oder mal kurz Pause? Ich denke, ich mache noch mal eine Aufnahmepause, nachdem wir rausgegangen sind. Noch mal hören. Sie noch was zu sagen oder so? Commander, Sie sollten vielleicht mal bei Shuttle-Pilot Cortez unten in der Waffenkammer vorbeischauen. Dann machen wir das eben nochmal. Shuttlewucht, Cortez, der eine. Boah, den mag ich nicht. Tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Das ist eine Aufnahme von Ferris Fields. Vor 7 Monaten. Ich habe dabei viele Freunde verloren. Und meinen Mann. Ich habe getrauert, einen Frieden gemacht, wie er es gewollt hätte. Auch wenn ich jetzt da skeptisch bin, er tut mir wirklich leid. Haben Sie wieder verschleppt wurde? Sie haben während des Angriffs mit ihm gesprochen? Ich überwachte Bauarbeiten in einer Station, einige Klicks südlich der Hauptkolonie. Robert schaffte es aus dem Energiefeld der Kollektoren. Anstatt wegzulaufen, lief er mich an. Herzliches Beileid. Er hat Sie offensichtlich sehr geliebt. Er hatte Angst, ich würde nicht loslassen. Für ihn habe ich weitergemacht. Dachte. Dann kam die Invasion, es blieb keine Zeit. Und was nehme ich mit? Das hier. Wozu sollte man sein Leben weiterführen, wenn sowieso alles den Bach untergeht? Wenn Sie so denken, haben wir schon verloren. Ja, das stimmt, aber... Also... Ehrlich gesagt... Ich war noch nie so allein wie jetzt. Ich bin wegen Ihnen, will Sie trösten. Sie sind nicht allein. Ich bin da, wenn Sie mich brauchen. Das weiß ich zu schätzen, Shepard. Wirklich. Aber keine Sorge, Commander. Im Pilotensitz gebe ich 100%. Ich enttäusche Sie nicht. Schwer ist nur die Zeit zwischen den Missionen, wissen Sie. Ich weiß. Das kenne ich. Das kenne ich. Nee, nicht Nachschub. Hier, Waffen-Upgrades, wo wir gerade schon mal unten sind. Kaufen, kaufen, alles mal kaufen. Wir haben gerade von der Allianz richtig viel bekommen. Das reicht aber erstmal. Ich kaufe Blindklicks. Hast du noch was Neues zu erzählen? Was ist denn mit Edi los? Hat ein neues Zuhause. Super heiß und super sexy. Wenn sie bei Missionen dabei ist, wird mich das ziemlich ablenken. Ja. Noch abgelenkter. Nett gemeint. Sorry, Lola. Darf ich dem irgendwie eine reinhauen? Cortez, kennst du den eigentlich? Sie und Lieutenant Cortez kennen sich also bereits. Ja, Esteban war auf Fell Prime, als auch mein Trupp und ich dort stationiert waren. Vor ein paar Monaten haben wir uns auf der Erde wiedergesehen. Er ist ein guter Kerl. Aber sagen Sie ihm das nicht. Es steigt ihm sonst zu Kopf. Familie? Hast du eigentlich eine Familie? Haben Sie Familie auf der Erde? Ja, ein Onkel. Militär im Ruhestand. Und einige Cousins, von denen ich länger nichts gehört habe. Standen Sie Ihrem Onkel nahe? Ja, wegen ihm bin ich zu den Marines. Er war nach dem Tod meiner Mutter der einzige Lichtblick in meinem Leben. Kein Vater? Irgendwo ist er sicher. Aber ich würde ihn nicht als Familie bezeichnen. Nicht mehr. Aber ich wüsste gern, wie es meinem Onkel geht. Ah, ja. War wohl nicht so ein netter Kerl.
frühere Mission? Was hast du früher gemacht? Sie haben eine Mission gegen die Kollektoren erwähnt. Was ist passiert? Das, was ich erzählt habe. Alles ging den Bach runter und ich und ein paar andere haben überlebt. Wenn Sie den Rest der Geschichte hören wollen, müssen Sie mich richtig betrunken machen. Oder? Oder was? Oder nichts. Tut mir leid, Commander, ich will einfach nicht darüber reden. Nächstes Thema? Okay, deine Gemütsfassung. Es fiel Ihnen schwer, die Erde zu verlassen. Wollen Sie noch zurück? Ja, verdammt. Aber ich begreife jetzt, dass ich dort nicht den größten Nutzen bringe. Noch nicht. Wir werden zurückgehen. Ich weiß. Und dafür werde ich alles tun, was nötig ist, Commander. Aber bitte ohne weitere Shuttle-Abstürze. Es macht Spaß, also kann ich nichts versprechen. Außerdem will ich Esteban auf Trab halten. Okay, Spitznamen, also wie kommt der eigentlich mal auf Lola? Warum benutzen Sie ständig Spitznamen? Ich kann mir so die Leute besser merken. Manche passen einfach nicht zu ihrem Namen, also gebe ich ihnen einen neuen. Und ich bin also eine Lola, hm? Huh? Ja, die Schwester meines besten Freundes früher hieß Lola. Sie war älter, heiß, tough. Ah ja. Tschüss. Wir reden später weiter. Natürlich. Klar. Schon gut. Maschinendeck. Früher war es toll, da wurde so angegeben, wo die einzelnen Leute gesessen haben. Jetzt weiß ich das gar nicht mehr. Wo hat sich Liara jetzt nochmal? Ist doch gut. Ich will mal mit Liara eben reden. Wo hat die sich jetzt? Ja, da unten glaube ich nicht. Eilmeldung. Eine Stadt mit 4 Millionen Einwohnern aus dem Orbit zerbombt. Adelaide, Australien, existiert nicht mehr. Neue Aufnahmen von der Erde enthüllen den Plan der Reaper, große Industriegebiete anzugreifen. Welche Städte kommen als nächstes? Finden Sie es heraus, bei Battlespace. Wissen Sie, früher hatten Kameras keine automatischen Filter und die Reporter mussten vorher geschminkt werden. Ja, das ist ja ganz toll. Oh, mein Schwur, das hat sie mir doch noch erklärt am Anfang. Wo war jetzt Liara? Hier ist ja nichts. Ach, nehme ich mir eine Fahrstuhl. Ich muss eben nochmal durchgucken. Das war Mannschaftsquartier. Ja. Das war das. Jetzt schleiche ich mich nochmal unauffällig nach zu Garrison. Naja, erstmal will ich mal gucken, ist da hinten jetzt eigentlich noch was? Nee, hier ist jetzt nichts mehr. Kann ich runtergehen? Nö, kann ich nicht. Gut zu wissen. Ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass ich nach fast jeder Hauptmission auf jeden Fall zu Gabs latschen werde. Oder allgemein die Leute abfragen werde. Das ist mir sehr interessant, was sie zu sagen haben. Mit das Schlimmste an diesem Krieg ist, die Reaktion der Kinder beobachten zu müssen. Wenn Sie Glück haben, sind Sie mit der Überzeugung aufgewachsen, dass die Galaxie im Grunde eigentlich ganz anständig ist. Hier und da ist es mal ein bisschen unruhig, aber zum größten Teil hat das Leben durchaus Sinn. Und jetzt finden Sie heraus, dass das alles eine Lüge war. Sie wachen auf und sehen diese Dinger in der Dunkelheit, die jeden vernichten wollen, an dem ihnen je etwas gelegen hat. Wenn Sie überleben, wird es da draußen jede Menge wütender Waisenkinder geben, die nach Antworten suchen. Oh Gott, wie recht er doch hat. Ja, das Schlimmste sind wirklich die Kinder, die sich da überhaupt nicht wehren können. Die eigentlich eine ganz andere Weltvorstellung haben. Denken, das weiß ich ja selber noch als Kind, habe ich auch mal gedacht, ja, die Welt ist in Ordnung, jeder hat sich lieb und so. Aber heute sieht man schon in der eigenen Familie, dass sich nicht immer alle grün sind. Hm. Mal hier umgucken, ich hätte mal... Nee, die Fische gibt's nicht mehr. Wartest du 2 Minuten? Gruppenauswahl, E-Mail, irgendwas Neues? Vigi?
Danke. Ach so, weitergeleitete Nachricht. Von Kali Sanders. Ach so, okay. Treffen passierte. Och, Miranda. Nein, danke. Ist klar. Boah, ich mag Miranda nicht. Die hat früher zu Cerberus gehört. Sie ist zwar jetzt wahrscheinlich anständig, aber trotzdem. War hier nicht früher mal eine Dusche drin? Da war mal eine Dusche drin. Ach, egal. Boah, hab ich jetzt Bock zu pennen. Muss die Musik hier durchhören. So schlecht sieht das hier eigentlich gar nicht aus, finde ich. Aber ich finde, das Bett ist ein bisschen kurz. Wenn ich da, wenn sie sich mal langlegen will. Ja, gucken die Füße da unten raus, sag ich jetzt mal. Ist ja komische Musik. Lassen wir das mal. Hört zwar auf, wenn wir rausgehen, aber egal. So, Kampf muss uns. Ich wollte jetzt immer noch Liara treffen, weil ich habe mit der hier noch gar nicht geredet. Irgendwas Neues? Nöp. Hier rechts rum. Nein. Muss ich dann doch noch durch? Ach, ist egal, dann rede ich später mit ihr. Jedenfalls werde ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen, nur ein bisschen bearbeiten. Sag ich mal. Bis denn dann.